In seiner Entschuldigung behauptet Luke Mockridge, dass Let's Dance Star und Sportler Matthias Mester an den verachtenden Aussagen aus seinem Programm mitgeschrieben habe. Aber ist das wahr? Köln, die Schlagzeilen um Luke Mockridge, 35, reißen nicht ab. Nachdem ein Podcast-Ausschnitt von ihm die Runde gemacht hatte, wo er sich herablassend über die Paralympics äußert, erntet er von allen Seiten Empörung und Kritik. Auch sein Entschuldigungsvideo machte die Situation nicht besser. Nach Video von Luke Mockridge. Jetzt spricht Matthias Mester, nachdem Luke Mockridge auf Instagram ein Statement hochgeladen hatte, um sich zu entschuldigen, eskalierte die Lage noch mehr. Viele Kritiker kauften ihm die Entschuldigung nicht ab. Selbstverständlich war es nie meine Absicht, Menschen mit Behinderung ins Lächerliche zu ziehen, schrieb der Comedian zu einem Video aus seiner letzten Tour. Auch in dem Ausschnitt tätigt er ähnliche Paralympics-Aussagen wie im Podcast und bringt Let's Dance Star und IPC-Weltmeister im Speerwurf Matthias Mester, 37, ins Spiel. Ich habe die letzten paar Gigs mit einem Kumpel von mir zusammengeschrieben. Der heißt Matthias Mester und ist kleinwüchsiger paralympischer Sportler, erklärt Luke Mockridge im Clip. Wir haben ein tolles Gespräch geführt und ich habe gesagt, sag mir doch, was das größte Problem eurer Community ist. Weil dann kann ich das den Leuten auch erzählen. Nun meldet sich Matthias Mester selbst zu Wort und behauptet, er hat nie mit Luke Mockridge zusammengearbeitet. Let's Dance Star Matthias Mester findet Aussagen geschmacklos und grenzüberschreitend. Ich melde mich zu den verletzenden Aussagen im Podcast, die Deutschen und dem Gerücht, ich hätte damit in irgendeiner Form etwas zu tun, schreibt Let's Dance Star Matthias Mester zu einem Video. Aus diesem Grund wolle er eine Sache klarstellen. Ich habe nicht mit Luke Mockridge an seinem Programm gearbeitet. Zudem habe der Sportler mit den diskriminierenden Äußerungen in Bezug auf die Paralympics nichts zu tun. Ich finde sie geschmacklos und grenzüberschreitend, weiter erklärt Mester. Luke hatte mich letztes Jahr auf Witze über Kleinwüchsige angesprochen und mich gefragt, wie ich sie finde. Er hat mir die Witze geschickt, ich fand sie lustig und das habe ich ihm gesagt. Doch Mockridges Aussagen im Podcast sind etwas völlig anderes und haben mit Humor in meinen Augen nichts zu tun. Auch eine ESC-Legende äußerte sich zu diesem Skandal. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.